So, willkommen zurück. Am Anfang darf ich es noch Folge 2, aber irgendwann lasse ich es lieber, bevor ich wieder Bockmist baue. Folge 2, Staffel 2, Eisenbahnwelt. Ich habe gestern noch ein bisschen hier gebaut. Ich habe hier komplett fertig gemacht. Bin hier drüben rübergegangen, habe jetzt hier auch die Schmelzlinie für das Kupfer begonnen. Hier natürlich noch ein bisschen, weil Kupfer brauchen wir am Anfang nicht so weit. Nicht so weit. Nicht so viel. Bisschen Forschung ist durchgelaufen, allerdings nicht so viel. Habe hier unten entsprechend die Miner gebaut. Hier, die lasse ich jetzt gerade noch zu Ende laufen. Bis die Kohle aus ist. Da oben werde ich jetzt den letzten abbauen. Wobei, ne, er ist noch nicht ganz leer, aber fast. Und die beiden, die produzieren immer noch fröhlich vor sich hin. Die nehmen wir auch mit. So, Forschung läuft hier auch noch. Minimalste automatisierte Forschung, aber es läuft eigentlich ganz gut. Jetzt, nachdem ich hier die ganzen Blaupausen gesetzt habe, setzen wir jetzt die größere Blaupause, und zwar die für die Starterbase. Dazu laufe ich jetzt hier ein bisschen nach oben. Meine selbst designte Starterbase. So hier ungefähr. So, dazu gehen wir natürlich ins Vormenü rein. Starterbase. So, das Ding ist ein bisschen größer. Ich werde es hier so ein bisschen weiter nach oben bauen. Das muss natürlich dann auch verteidigt werden, weil die Beißer sind ja hier oben. Man sieht sie schon am Ende der Karte. Rechts oben. So ungefähr würde ich sagen. Zeige es euch dann gleich, wie es aussieht. Moment, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz nach oben. Ich schiebe es ein bisschen weiter nach oben. So, dann erzwingen wir den Bau. So, und da steht sie. So, und zwar, hier kommt alles rein. Das hier, das habe ich halt einfach so kopiert, weil es in meiner Musterbase so geplant ist. Also hier kommen die vier Linien rein für Kupfer, hier kommen die vier Linien rein für Eisen, hier kommt eine Kohlelinie rein, aber das zeige ich dann später. Dann habe ich hier drüben meinen Supermarkt mit den üblichen Verdächtigen, was man so am Anfang braucht. Hier oben wird der Supermarkt dann später weiter, das kann ich aber jetzt noch nicht platzieren. Hier unten geht's los mit na, wie heißt grün Schaltkreisen, optional eine zweite Linie, dann Zahnräder, dann haben wir hier Forschung. Das ist die grüne Forschung, die habe ich, glaube ich, noch nicht erforscht, genau, deswegen wird sie mir auch nicht angezeigt, aber das sind die ganzen Dinger für die grüne Forschung. Hier ein paar Forschungslabore. Und das war's auch schon. Das ist wieder das gute alte Bussystem mit einem Viererbus. Ich weiß gar nicht, ob er ausreicht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt enorm viel Material, um das Ganze mal loszulegen. So, als allererstes können wir aber eigentlich das Ding hier hochziehen und hier reinlaufen lassen. So, ich muss jetzt, wie gesagt, nur ganz nach oben aufpassen, weil hier oben wird dann die Verschmutzung bald Richtung erst zum Nest gehen. Wie schaut es denn aus? Noch nicht. Aber soweit ist es nicht weg. Habe ich denn schon? Ja, dann baue ich mir das doch gerade mal. Baue mir dann auch gerade mal nebenbei ein bisschen Munition. Und dann selbstverständlich jede Menge Bänder. Hiervon brauche ich auch. Und hiervon brauche ich auch jede Menge. Und noch mehr Bänder. So, hier. Moment. Warum muss ich es? Ach so, Moment, das sind die letzten hier, gell? Dann breche ich die mal ab hinten raus. Und dann hole ich mir lieber die Zahnräder vorne wieder. Ich habe ja meine Fabrik für Zahnräder hier unten. So, hier kann ich dann eigentlich auch mal anfangen, die. Gut, eigentlich, nee, wobei, eigentlich brauche ich diese Schmelzstraße hier noch gar nicht.
Woche. Ich hole mir dann hier mal die Platten wieder zurück. Dann hier unten müssen wir, glaube ich, neu befüllen. Genau. Das ist nämlich immer relativ schnell leer. Hier auch. So, und jetzt ist hier unten auch leer. Das heißt, ich kann das abreißen. Das verringert die Verschmutzung minimal. Hier ist immer noch nicht leer. Dann gehe ich mal zu meinem Steinvorkommen nach unten. Holen wir die hier mal, dann können die weiterlaufen. Und dann geht es wieder nach oben. So, ja, jetzt geht es darum, die Basis hier erstmal ein bisschen aufzubauen. Dass wir auch die üblichen Sachen haben mit automatischer Forschung und so weiter. Ich meine, automatische Forschung läuft ja, aber das ist ja wirklich gut. Das ist der simpelste Trick, den man anwenden kann, aber wenn das funktioniert. Da haben wir noch drin 71 Forschungspakete. Können wir noch mal Strom hatte ich noch offscreen ein bisschen ausgebaut. Man sieht, den muss ich dann auch relativ schnell automatisieren. Das sollte ich eigentlich jetzt schon mal kurz machen. Das machen wir als erstes so. Dann brauchen wir nämlich hier einen Splitter. Den splitten wir hier. Im Prinzip ja egal. Machen wir so rüber. So. Dann können wir das hier wegmachen. So, und schon haben wir hier automatisierte Kohleversorgung. Das ist wunderbar. Hier will mir kurz überlegen. Komme ich ja hier rein. Hier müssen wir also ein bisschen Bäume fällen. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen unschön laufen, aber das Wasser ist im Weg. Oder ich fahre einfach. Mach's einfach so, nimm das hier wieder weg. Einfach nur, um den inneren Monk zu befriedigen. Gut, Holz brauche ich eh noch ein bisschen. So, damit ist das angeschlossen. Das Kupfer läuft auch schon hier rein. So, dann habe ich hier meine 4x4 Verteiler. Die baue ich dann gerade mal kurz. Okay, ich habe natürlich zu wenig davon. Davon sowieso. So, Bänder brauche ich auch. Tunnel. Ne Bänder mehr? Null? Nada? Tatsächlich. Achso, klar, die werden natürlich für die Dinger aufgebraucht. Logisch. So. Ding da oben ist aufgedeckt. Habe ich eigentlich schon die Möglichkeit, ja, leichte Rüstung zu bauen? Das mache ich doch gerade mal. So, Geschütztürme sind jetzt auch freigeschalten. Ich kann hier gerade mal ein paar Platten wieder mitnehmen. So, jetzt haben wir ein paar Bänder gemacht. Das ist gut. Dann kann ich nämlich den So, dann können wir nämlich hier die ersten Bänder komplett beliefern. So.
So, da läuft der erste Verteiler. Weiter folgt zugleich. So, auch der läuft. So, dann gehen wir natürlich jetzt allererstes hier ran. Und ich mache hier meinen Marktplatz fertig. Dazu brauchen wir natürlich jetzt, ich habe viel zu wenig Greifarme. Dann machen wir ein paar davon, aber dazu brauche ich natürlich noch ein paar Zahnräder. Dann brauchen wir Fabriken. So, ein paar Zahnräder habe ich ja hier unten noch. Mach noch ein paar bitte. Von denen habe ich eigentlich zuerst mal genug. Ich mache trotzdem noch ein paar. So, ob die Kohle dann reicht, werden wir sehen. Die werden wir auch demnächst erweitern müssen. Jetzt läuft grün durch. Das dauert natürlich entsprechend lang, solange ich nur dieses eine Ding habe, aber das ist okay. So, nehmen wir noch ein bisschen mit. Mach mal dann nebenher noch ein paar Greifarme. Rote brauche ich als erstes. Dann brauche ich ganz viele gelbe. Dann brauchen wir noch ein paar Tunnel. Und noch ganz viele davon. So. Dann beginnen wir mal. Hier kriegen wir einen Verteiler rein. So. Der kriegt das hier rein. So, falls sich jetzt jemand über diese Tunnel hier wundert, ich werde gleich dazu kommen. So, Moment, da fällt mir gerade ein, habe ich denn schon? Oh, die habe ich schon. Okay, als ich die Blaupause erstellt habe, ich noch keine blauen. Okay, das dauert natürlich jetzt, bis die produziert werden. Fabriken muss ich noch produzieren. 4, so. Ja, genau. Die Abstände hier haben einfach den Grund. Das ist alles. Deshalb gibt es die Tunnel, weil ich mir hier schön noch ein Wegesystem eingebaut habe. So. Damit man hier ein bisschen schneller laufen kann. So, dann machen wir halt hier schon mal weiter. Die Dinger brauchen wir natürlich dann auch. Moment, das sehe ich gerade. Ich nehme beides mal von diesem Ding weg. Das ist ineffektiv. Ich nehme zweimal von derselben Linie weg. Ich glaube, es ist besser, nehme ich von der Linie hier oben noch was weg. Ja, ganz oben, aber von der nehme ich hier was weg. Ne, ich nehme es von. Ich baue es ein bisschen. Ich baue meine Blaupause selbst ein bisschen um. So. So. So, dann läuft das halt hier drauf. So, Fabriken habe ich jetzt. Doch, ich habe schon 5 Stück gebaut. Sehr schön. So, Moment, jetzt habe ich ja auch blaue Greifarme. Wunderbar. Dann setzen wir die mal hier runter. Dann kann ich die nämlich hier einsetzen. 1, 2, 3. So, dann werden wir jetzt aber hier Strom einsetzen müssen. Jetzt das hier schon mal rüber für nachher. Verdammt. So, hier wird dann meine grüne Produktion dann laufen. Aber das eins nach dem anderen. So, ich muss jetzt mir erstmal kurz Strom holen. Habe ich genügend? Ja. So.
So, dann können die nämlich schon mal anfangen, die Zahnräder zu bauen. Warum habt ihr keinen Strom? Ach so, ja gut, man sollte natürlich auch mit einer Stromquelle verbinden und nicht mit einer Blaupause. Hat schon mal geholfen. So, jetzt müsste es funktionieren. Jawohl, dann können die nämlich schon mal anfangen zu produzieren. Okay, das läuft schon mal. Dann bauen wir doch einfach mal schon mal drauf los. Fabriken können wir schon mal bauen. Die roten Greifarme können wir schon mal platzieren. Oben. Achso, hier fehlt der wichtigste fehlt. Und noch ein paar Strommasten. Nämlich der hier. Die untere Reihe fehlt, die das Ganze mit Strom versorgt. So. So, weiter geht's. Hier. Also, ich weiß noch nicht, ob das hier das 100% effektivste ist, was. Gut, das 100% effektivste ist es mit Sicherheit nicht. Denn dazu gibt es andere Freaks, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigen. Aber für mich war es jetzt im ersten Moment nicht so falsch. Aber es wird immer weiter optimiert. So, dann brauchen wir noch ein paar Kisten. So. So, auf der Seite müssen wir jetzt auch noch. So, einmal. Dann die roten hier noch. So, passen die alle soweit? Ja. Okay, dann läuft die Produktion jetzt an vom Marktplatz. Okay, hier muss ich auch mit einem schnellen arbeiten. Wie gesagt, als ich die gebaut habe, war das, und hier kann man auch mit einem schnellen, glaube ich, arbeiten. Wobei, nee. Als sie gebaut hat, hatte ich die schnell noch nicht erforscht. So, okay, also das meiste, was heißt das meiste? Einiges läuft, Rohre laufen, jetzt Fließbänder, da kann ich mir gerade mal 11 Stück von wegnehmen. Das läuft jetzt. Okay, der Arm ist zu langsam. Wenn es mal läuft. So, jetzt fehlt hier unten natürlich noch die elektronische Komponente. Weshalb hier der Tunnel rüber geht und hier abgesplittet wird. So, das ist das nächste, was wir machen. So, auch hier, gut, ich habe jetzt keine Steine mehr, auch hier kommt ein Weg runter. So, hier habe ich einen Verteiler eingebaut, einen 1x1 Verteiler. So, hier ist ein Tunnel. Oh.
Also, wir müssen jetzt erstmal hier die ganze Dinge hier aufbauen. Nicht mal alles funktioniert so. Das kommt hier auch rüber. Ah, keine Bänder mehr. Ich muss mir noch ein paar selber craften, weil ich glaube, das Ding hier ist noch nicht schnell genug. Wobei 78. Ich glaube, es kann mich so langsam versorgen. So, also, wir lassen das einfach mal hier weiterlaufen. Bau das hier mal voll. Damit ich das hier alles auf einer Linie habe. So, jetzt kommt hier Metall raus. Bis hier. Hier kommen dann die elektronischen Komponenten und hier unten kommt halt falsch rum. Hier unten kommt Kupfer rein. So, das passt auch schon mal. Jetzt brauchen wir ein paar schnelle Arme. Wie Fabriken habe ich noch? 3. Davon brauche ich jetzt auch noch welche. So, hier kommen nämlich die schnellen Arme jetzt hin, nicht die langsamen. Genauso hier. Hier sind nur 4 Fabriken. Was fehlt mir für eine Fabrik? Alles. Hauptsächlich Eisen. Und ein Eisenzahnrad. Ich kann mal nach unten kurz gehen. Also Eisen kann ich mir hier wegnehmen so lang. Aber ich habe hier unten ja noch meine 2 Fabriken stehen, die ich jetzt auch abreißen werde. Aber da ist bestimmt noch was drin. Oh, Forschung ist auch zu Ende. Das heißt, die müssen wir auch demnächst aufbauen, damit es da weitergeht. Wie schaut es mit der Verschmutzung aus? Okay, noch ist es weit genug weg. Ich hoffe, hier unten ist kein Nest. Sonst könnte es eng werden. Lass mich mal überraschen. So, also. Noch einmal Fabriken, dann müsste ich sie selber machen. Also in der Fabrik vorbereiten lassen. So. So. Warum ist jetzt hier eigentlich kein Strom? Weil ich die Strommasten noch nicht durchgängig gebaut habe. So. Okay, damit läuft die Produktion von den Grünen. Jetzt muss ich natürlich nur noch die roten Arme bauen. So. Also läuft. So, hier laufen jetzt die Grünen durch, werden dann hier verteilt, laufen dann hier auf mein Bussystem drauf. Ich kreuz mal an und laufen jetzt aber in erster Linie mal hier rüber, damit hier alles Mögliche produziert werden kann. Ich nehme mal hier nochmal die ganzen Bänder mit und werden jetzt hier die Arme produziert. Rohre werden schon produziert und hinten werden dann auch Fabriken produziert. Was an dieser Konstruktion, wie auch beim letzten Mal schon in meiner anderen Base, wo ich das Ganze noch ein bisschen anders aufgebaut habe, nicht ausbalanciert ist, das, wenn alles hier unter Volllast läuft. Also jetzt hier alle brauchen und jetzt zum Beispiel die hier auch anfangen. Ich sollte natürlich auch die Dinger hier bauen. Sonst wird es schwierig. Sonst produziert hier nämlich niemand was. So. Ja, also wenn die alle hier jetzt unter Volllast produzieren, dann wird hier tatsächlich zu wenig, ich glaube, es sind zu wenig Zahnräder produziert. Das wird noch krasser später. Ich habe hier oben noch eine Erweiterung, die ich dann später auch per Blaupause hinzufügen kann, um die roten Sachen zu bauen. Da ist es natürlich noch viel krasser. Allerdings läuft das ja nicht permanent unter Volllast. Das läuft jetzt am Anfang unter Volllast, bis eben die Dinger voll sind. Das hier ist zum Beispiel gleich voll. Jetzt nicht mehr. Moment, das ist zu viel. So viel brauche ich nicht. Ein Stack reicht. Hier die 4 nehme ich mir aber gerade. Ja, sobald das hier alles vollgelaufen ist, stockt das ja hinten raus wieder. Deswegen braucht man hier jetzt auch nicht 5 Zahnraddinger bauen. Das ist eigentlich gar nicht nötig. Das ist dann für den Anfang gut, dass am Anfang gleich alles produziert wird. Schnell, 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 schnell.
Aber hinten raus ist es dann einfach zu too much, deswegen braucht man das nicht unbedingt. So. Sieht hier, es ist jetzt schon ein bisschen Eisenmangel. Warum? Muss ich doch glatt mal nach unten gehen. Achso, ihr könnt es nicht ablegen, aber ist alles da. Produzieren einfach zu langsam. Gut. So, hier Verschmutzung stimmt noch. Umweltverschmutzung passiert noch nichts. Gut. Auch alles im grünen Bereich. Dann geht es weiter mit dem Bussystem. Ich erweitere mal kurz hier, damit wir alle auf einem Level sind. So, ich habe auch die Kohle hier mit drauf genommen. Das hier ist meine Kohleader. Die passt hier wunderbar rein und beginnt dann hier auf Linie 4 hinten. Das sind die künftigen Stahladern, die beiden hier. Wie gesagt, da lasst euch von dem hier nicht irritieren. Das ist einfach, weil in meiner Probewelt die Stahldinger so weit hinten waren und eine Kupfer auch so weit hinten ist. Da war das alles ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Also die werde ich wahrscheinlich zum Großteil dann rausmachen. Rauslöschen. So, hier ist jetzt vollgelaufen. Genau, so, dann haben wir hier oben jetzt Zahnräder, die produziert werden, die ich hier auch auf den Bus schmeiß. Auch hier, die kann man wegnehmen, da kann man nämlich schnelle für nehmen. Je nachdem, weil als ich das Ganze hier designt habe, Moment, jetzt kann ich gucken, ob ich schon ein paar schnelle habe. Als ich das Ganze hier designt habe, nee, habe ich noch nicht, dann. Ah doch, da kommen die ersten. Da hatte ich die Forschung nicht, weil da habe ich so eine ganz billige Forschung, automatisierte Forschung, wie ich hier gerade gemacht habe, mit dieser einen Fabrik hier unten, die einfach direkt eingespeist wird, hatte ich gar nicht. So. So. So, hier kommt nämlich auch Eisen raus. So, dann kriegt er hier Eisen. Hier haben wir auch wieder so einen schönen 1-1-Verteiler. Jetzt, wo ich das Ding kenne, nutze ich es tatsächlich auch. So. Und dann schmeißt er das hier drauf. Das wird relativ schnell schon wieder weggesplittet, nämlich hier für die Forschung. Und da gehen wir gleich als nächstes ran. So, Strom bitte. Die gelben, davon habe ich jetzt auch zu wenig. Ich laufe aber jetzt wegen zwei Stück nicht runter. Machen wir kurz. So, Strom. Legen wir kurz nach unten. So, müsste jetzt laufen, gell? Okay, ja, alles klar. Hier fehlt noch ein Strommast. So, wunderbar. Also, Zahnräder laufen auch. Machen wir kurz die Linie hier ein bisschen länger, damit ein bisschen was auf Vorrat produziert wird. So, was ich jetzt machen muss, ist auch eine Steinproduktion. Und vor allem, man sieht, das ist das, was ich meine. Jetzt läuft hier alles unter mehr oder weniger unter Volllast. Alles will produzieren. Jetzt geht hier natürlich vor allem beim gelben Band geht jetzt das Material aus und kommt hinten gar nicht an. Aber ich erweitere das jetzt nicht hier extrem. 26 Fabriken sind auch schon ein ganzer Schwung. 40 davon nehme ich mit. Die 17 davon haue ich auch gleich. Komm, hier nehmen wir auch die ganzen Dinger mit. Bänder, wunderbar, gib her. Den können wir auch. Ja, so, und jetzt sind wir nämlich erstmal versorgt. Das soll einfach nach und nach. Sobald das erste voll ist, kommt wieder weiter nach hinten an und so weiter. Ja, brauche ich nicht groß erklären. Ist selbsterklärend. So, also ich habe ja jetzt vorbereitet, blaupausentechnisch, jeweils 4 für Eisen, 4 für Kupfer.
Und zwei Stahllinien hinten. Moment, 1, 2, 4. Nee. Habe ich mich tatsächlich verzählt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder habe ich tatsächlich die Steinproduktion mit Absicht hier schon hingestellt? Das könnte natürlich sein. Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es keine Absicht war, ich hätte sie gebraucht, dann hätte ich sie hinter die Stahllinie gesetzt. Jetzt setze ich sie halt vor die Stahllinie, beziehungsweise benutze die hier. Das ist nämlich wunderbar. Dann kann ich nämlich jetzt meine Ziegel auch produzieren und kann entsprechend meine Wege auch selber machen und zwecks Mauern, weil ich denke, dass ich hier ein bisschen mehr Verteidigung machen muss wie beim letzten Mal. So. Hier läuft alles durch. So, hier kommt es an. Hier brauchen wir es ja auf der kompletten Basis. So. Wunderbar. Hier brauche ich auch noch nicht alles, weil ich jetzt hier keine 15er Reihe für Ziegel erstmal machen muss. Hier brauche ich dann doch nicht. Ich denke mal, 4 reichen erstmal. So, das ist der gute alte Strom, 41 habe ich. Und auch hier ist wieder dieses dämliche Überkreuzverbinden, was ich einfach nicht kapiere, warum das so funktioniert. So, hat er jetzt Strom? Ne, hier hat er keinen Strom, gell? Ja, weil hier sind nämlich jetzt wieder über Kreuz verbunden. So, und hier auch. Aber hier habe ich es gesetzt. Genau, okay, Strom ist da. Gut, okay, läuft. Jetzt brauche ich natürlich auch noch was Stein. Sonst ist das Ganze recht witzlos. Schaut es mit der Verschmutzung aus. Wir kommen etwas näher. So, die sind auch mittlerweile leer gelaufen. So, wie viel habe ich? 2, das ist ein bisschen wenig. Haben wir nochmal welche? Jetzt warten. Ich muss ich wegnehmen. Ach komm, ich kann hier eigentlich auch wegnehmen. 1000 Stein, okay, so viel braucht kein Mensch, aber gut. Besser haben und nicht brauchen. So. Oh, das müsste erstmal reichen. So, das sind genügend Steine. Hin. Also man könnte jetzt meinen, das war gerade gewollt von mir, dass ich so genau treffe. Es ist einfach nur purer Zufall. So, Steinproduktion läuft. Und damit sind wir dann auch am Ende von Folge 2. Läuft denn hier noch? Kohle. Warum läuft hier Kohle? Gut, wäre nicht ganz so schlimm gewesen, wäre auch weggegriffen worden. So, okay, damit läuft die Stein- und Ziegelproduktion. Ja, damit machen wir der Folge Schluss. Hier sind wir gut aufgestellt.
hier müssen wir fast schon ein bisschen nachlegen. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Ciao.